Sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie als Leiter des Beusdorfer Stadtmuseums hier an einem wunderschönen Sonntag recht herzlich begrüßen. Es freut mich ganz besonders, dass eine Ausstellung zustande gekommen ist, hier in der Barbara-Kapelle des Stadtmuseums anlässlich der 250-jährigen Wiederkehr der Kirchweih von Maria Bründel, der Übertragung des Bildes in der Bründelkirche. Schon ein oder eineinhalb Jahre vorher stand fest, dass wir hier eine Ausstellung gestalten wollen, und es freut mich auch, wie ich schon gesagt habe, sehr, dass sie gut gelungen ist, was ich in erster Linie dem Team mit Herrn Walter Wolfram recht herzlich danke. Auch ich darf mich den Begrüßungen recht herzlich anschließen. Aber ganz besonders möchte ich heute bei uns begrüßen meinen Mitbruder, den Herrn Universitätsprofessor Dr. Dr. Konstitutionalrat Floydus Röhrig, ein Chorherr aus dem Stift Klosterneuburg. Klosterneuburg ist, wie Sie wissen, ja sehr mit Wilhelmsdorf und sicherlich auch mit Beusdorf seit langer Zeit verbunden. Herzlichen Dank, dass du mir geholfen hast bei der Messe heute, weil ich bin leider nicht imstande, zugleich in Adruppersdorf und zugleich hier zu sein. Lieber Josef, seit gestern darf ich nicht mehr einfach nur Direktor vom Museum zu dir sagen, sondern darf ich auch Herr Schulrat zu dir sagen. Und auch dazu darf ich recht herzlich gratulieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Winzer von Wilhelmsdorf haben sich gesagt, uns ist die Wallfahrtskirche wirklich ein Anliegen, uns ist die Ursprungskapelle ein besonderes Anliegen, und dazu haben sie einen eigenen Jubiläumswein kreiert, zum Anlass 250 Jahre Wallfahrtskirche Maria Bründel. Ein guter Qualitätstropfen, wie wir es auch gewohnt, auch sonst sind, von unseren Wilhelmsdorfern und von allen Winzern hier in unserer Umgebung. Dieser Wein wird nicht, sagen wir einmal, respektlos, wird nicht verscherbelt werden, sondern dieser Qualitätswein soll auch einen qualitätsentsprechenden Preis erhalten. Und zwar deswegen, damit aus dem Weinertrag dann auch die Renovierung der Ursprungskapelle durchgeführt werden kann. Ich darf an dieser Stelle dir, Herr Ortsvorsteher, recht herzlich Dankeschön sagen für deine Bemühungen in dieser Hinsicht. Und ich darf gleich als Ersten unseren Herrn Schulrat recht danken für seine Bereitschaft, sich einzubringen und dir diese ergeben. Dankeschön. Danke. Wenn wir in eine Kirche gehen, in eine Wallfahrtskirche gehen, dann bemerken wir oft, dass der Blick der Leute, nachdem sie zunächst einmal den ersten schönen Anblick genossen haben, dass sie sich dann
meistens in irgendein verstecktes Eck zu suchen anfangen. Und wenn man fragt, ja, wonach sucht ihr eigentlich, was wollt ihr eigentlich finden, dann ist das meistens der Kirchenführer. Habt ihr einen Kirchenführer? Jener Kirchenführer, den es früher gegeben hat in Mariabründel, ist schon seit langer Zeit nicht mehr vorhanden. Es ist für uns Anlass gewesen, einen neuen Kirchenführer herzustellen und vorzustellen. Heute darf ich Ihnen diesen neuen Kirchenführer vorstellen. 250 Jahre Mariabründel, denke ich, ist wirklich ein Anlass, um das zu machen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Mitbrüder, liebe Festversammlung. Kloster Neuburg und Polsdorf sind ja nicht nur durch den Weinbau miteinander verbunden, als zwei prominente Weinstädte, sondern auch durch die Geschichte. Und zwar vor allem betrifft das Wilhelmsdorf. Wilhelmsdorf gehört zum ältesten Besitz des Stiftes, zwar noch nicht zu dem, was Markgraf Leopold III. Bei der Stiftung an die weltlichen Kanoniker Kloster Neuburg geschenkt hat, aber immerhin schon um 1160 ist unter den ersten Eintragungen im berühmten Kloster Neuburger Traditionsbuch die Schenkung des Dorfes, des Vicus Wilhelmsdorf durch Heinrich von Bertholdsdorf. Er schenkt das Dorf dem Stift Kloster Neuburg, eine ganze Reihe prominenter Adeliger aus der Umgebung von Wien, wir sind als Zeugen angeführt. Genaueres wissen wir dann in dem ältesten Urbar des Stiftes, das ist das Verzeichnis der Besitzungen, wo jeweils vor allem die Steuerleistungen der Untertanen eingeschrieben, also festgelegt werden. Darf ich da nur etwas Allgemeines sagen über die Bedeutung der Grundherrschaft, die Kloster Neuburg über, nicht nur Polsdorf, sondern Wilhelmsdorf hatte. Die Grundherrschaft ist sehr alten Ursprungs. Das war die unterste Verwaltungsebene bis weit übers Mittelalter hinaus. Was heute die Bezirkshauptmannschaft darstellt, also die Instanz, die für kleinere Vergehen, für Strafen zuständig war, für Ausstellung von Pässen, von Leugnungszeugnissen und so weiter, das geschah alles durch die Grundherrschaft. Die konnte verschieden groß sein, es gab ganz kleine, es gab sehr große. Man hat sich darum gerissen, so eine Grundherrschaft zu bekommen, denn die brachte auch Einnahmen. Denn die Steuern wurden zunächst einmal an die Grundherrschaft abgeliefert. Es gab nur ganz wenige direkte Steuern, normalerweise den Zehent und all das hat der Grundherr kassiert. Und die Grundherrschaft hat dann dem Landesfürsten etwas weitergegeben. Also es war die Behörde, die mit den Leuten unmittelbar in Kontakt war. Und eine größere Grundherrschaft war dann auch ein Amt. Darf ich noch etwas Persönliches anschließen? Als ich heute früh wegfahren bin von Kloster Neuburg, sagte mir mein Mitbruder Martin van Damme, ein Landsmann ihres Dechans, du musst dafür hinaufsteigen zur Kirche, aber dort findest du eine sehr lebendige und sehr eifrige Gemeinde und eine wunderschöne Kirche und viele Ministranten und ein aktives Kirchenvolk. Er hat vollkommen recht. Ich muss euch mein Lob aussprechen, wie das alles geklappt hat und wie alle Leute hier mit tun, da können sich viele ein Beispiel dran nehmen. Und vielleicht kommt das auch daher, dass Sie eine wichtige Marienwallfahrt hier in Ihrer Pfarre haben, die Maria-Bründel-Kirche in Wilhelmsdorf, und dass Maria da etwas dazu beiträgt, dass die Gemeinde wirklich so gut funktioniert und so vorbildlich ist. Und ich wünsche Ihnen, dass es so bleibt, dass die Mutter Gottes Ihnen weiterhin Schutz angedeihen lässt und dass wir weiter in Verbindung bleiben. Alles Gute für die nächsten 250 Jahre. Herzlichen Dank. Bitte. Herzlich vergötzt Gott. Ja. Danke für die Meister. Danke. Ich muss wieder hergeben, ja? Herr Kanonikus, Herr Dechans, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Altbürgermeister, ich glaube, alle freuen uns einerseits, dass endlich das Frühjahr, der Frühling zu uns gekommen ist und wir bei diesem herrlichen Wetter, das die Herzen öffnet, auch an den Herrgott denken müssen und auch gemeinsam eben 250 Jahre Mariabründel feiern. Ich möchte mich nunmehr zum Abschluss, ähnlich wie der Herr Dechan schon zu Beginn, bei all jenen, die diese wichtigen Vorbereitungsarbeiten getätigt haben, herzlichst bedanken, darf auch hier die Frau Fröschl im Besonderen hervorheben und unseren Pastoralassistenten
Franz Nietelfelder, denen wir das so von der Spitze weg im Besonderen verdanken. Danke ebenfalls sehr, sehr herzlich unserem Kanonikus und Universitätsprofessor Dr. Dr. Röhrig, dass er heute an diesem herrlichen Sonntagmorgen den Weg zu uns nach Bulsdorf und nach Wilhelmsdorf gefunden hat, weil wir damit eine besondere Freude haben und damit eben auch diese Verbundenheit mit dem Chorherrnstift Kloster Neuburg hier auch personell eindeutig gezeigt und bewiesen wird. Und wünsche uns allen einerseits heute mit dem Beginn der Ausstellung weiterhin viel Freude mit unserem Wallfahrtsort, mit unserer Wallfahrtskirche Marie Bründel, und bin mir sicher, dass wir heuer noch viele Feste, viele Feiern, aber auch viele kirchliche Höhepunkte gemeinsam in Marie Bründel feiern werden. Alles, alles Gute und ein herzliches Dankeschön. Thank you.